die Augen verbinden. Vielleicht ist es leichter zu sterben, wenn alles um einen dunkel ist. Keiner rührt sich. Werft die Schießeisen weg. Vorwärts, werft sie ins Gebüsch. Schnell! Jetzt geht zurück. Macht schon. Geh darüber. Hol die Pferde. Es wird schwer sein, ihn im Dunkeln einzuholen. Irgendwann erwischen wir ihn schon. Er hat einen großen Fehler gemacht. Jetzt muss er ein zweites Mal dran glauben. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Das Betreten des Gebietes ist verboten. Ich achte auf solche Schilder nicht. Das wäre aber besser für Sie gewesen. Dieses Land hier ist Eigentum der Barclays. Ich ziehe sowieso bald wieder weiter. Ich wollte mich hier nur ein bisschen ausruhen. Ich nehme an, Sie gehören zur Familie Barclay, stimmt's? Ja, und wer sind Sie? Eric Mercer. Sie haben Glück, dass niemand auf Sie geschossen hat. Hier treiben sich in letzter Zeit ziemlich viel Landstreicher rum. Ich kann Sie beruhigen, ich bin keiner. Ich bin nur ein harmloser Reisender. Ich bin nur mit diesem alten, vergilbten Gedichtband bewaffnet. Danke. Ich bin gerade dabei, Kaffee zu kochen. Wollen Sie einen haben? Nein. Ich bin noch nie einem Mann begegnet, der Gedichte liest. Nein? Das tut mir leid für Sie. Poesie ist der Spiegel der Seele. Von wem sind denn die Gedichte in dem Buch? Ja, von Whitman, Coleridge, Shelley, Shakespeare. Welche mögen Sie am liebsten? Schwer zu sagen. Des Menschen Leben ist nichts weiter als ein Traum. An seinem Ende steht das Nichts, der ewige Schlaf. Ich habe hier nur übernachtet. Ist das so ein Verbrechen? Wir haben nun mal nichts übrig für Vagabunden. Donnerwetter, haben Sie Vorurteile. Das ist ja nicht zu fassen. Was haben Sie denn gegen Vagabunden? Solange Sie nichts stehlen, kein Unheil anrichten. Was ist... Vergifte ich die Luft, die Sie atmen wollen? Selbstverständlich nicht. Ich finde nur, dass Sie kein Recht haben, sich hier ohne Erlaubnis aufzuhalten. Und ich finde das ziemlich kleinlich. Ein typisches Zeichen für euch Spießbürger. Gut, Sie dürfen heute Nacht hier bleiben. Aber ich bin keine Spießbürgerin. Sieh mal einer an. Das gefällt Ihnen also auch nicht. Vielleicht ist bei Ihnen doch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Gut, ich nehme Ihre freundliche Einladung an. Ich suche ein schwarzes Fohlen, das sich anscheinend verlaufen hat. Wenn es Ihnen über den Weg läuft, bringen Sie es zur Ranch. Sie liegt etwa eine Meile nördlich. Wenn ich es finde, werde ich es Ihnen überreichen. Auf einem silbernen Tablett, Prinzessin.
Sehr melodisch. Entschuldigt die Verspätung. Hoffentlich hast du unterwegs was gegessen. Die Wildente haben wir total weggeputzt. Gerald, ich habe dir noch ein Stück aufgehoben. Ich habe mir eine Portion Dörrfleisch reingequillt. Ich möchte nur eine Tasse Kaffee. Hast du rausgekriegt, wer den Stier abgeschlachtet hat? Welchen Stier? Ies hat vorgestern bei der Nordweide die Überreste von ihm gefunden. Es sind schon wieder zwei Rinder spurlos verschwunden. Und das schwarze Fohlen ist auch noch nicht wieder aufgetaucht. Hier treiben sich in letzter Zeit eine Menge Vagabunden rum. Die haben viel zu viel Angst, um Rinder zu schlachten oder Fohlen zu stehlen. Jedenfalls stimmt hier irgendetwas nicht. Wir müssen die Augen offen halten. Audrey, du bist doch heute in der Gegend gewesen. Ja. Ist dir was aufgefallen? Nein, nichts Besonderes. Ist der Zaun irgendwo beschädigt? Nur bei dem kleinen Wäldchen. Da ist der Zaun schon seit einer Woche kaputt. Audrey, würdest du mir ein bisschen helfen? Ich komme mit meiner Stickerei nicht recht weiter. Ja, gern. Schneidet Beamer immer noch Zaunfälle für uns? Ja. Ich halte es für das Beste, wenn wir sämtliche Zäune überprüfen. So. Halte das ganz locker. Ja. Jetzt wollen wir mal sehen. Wie lange bist du heute unterwegs gewesen? Oh, eine ganze Weile. Hast du ein Feuer gemacht? Nein. Du musst aber irgendwo mit einem Feuer in Berührung gekommen sein. Deine Stiefel waren vollkommen verrußt. Du verschweigst mir doch etwas. Du merkst aber auch alles. Was macht die Erfahrung, Audrey? Ich habe im Wald jemanden getroffen. Glaub mir, er war ganz harmlos. Ich habe ihm erlaubt, über Nacht dort zu bleiben. Willst du deinen Brüdern nicht lieber Bescheid sagen? Ach, die stellen sich immer gleich an wegen jeder Kleinigkeit. Ich reite morgen hin und sehe nach, ob er weg ist. Was machst du denn hier? Nichts. Und du? Ich habe dich gesehen. Reite hier lieber nicht spazieren, bis wir wissen, wer sich in der Gegend rumtreibt. In Ordnung. Stehen bleiben! Los, stehen Sie auf, Mister. Gehen Sie zu Ihrem Pferd und kommen Sie brav mit. Das ist der Kerl, der unser Vieh gestohlen hat. Als ich ihn erwischt habe, lag ein geschlachtetes Rind in der Nähe. Das schwarze Fohlen hat er auch bei sich. Wie heißen Sie? Eric Mercer. Heath? Du bist leider im Irrtum. Ich hatte ihn gebeten, das Fohlen zu suchen und herzubringen, wenn er es findet. Du hast ihn gebeten? Ja, und ich habe ihm auch erlaubt, auf unserem Land zu lagern. Du hast es ihm erlaubt? Ja. Wann? Gestern. Dafür danke ich Ihnen, Prinzessin. Wie Sie sehen, habe ich das Fohlen zurückgebracht. Was wollen Sie hier, Mercer? Ich bin auf der Durchreise. Wo wollen Sie hin? Tja, wenn ich das nur selber wüsste. Warum sind Sie ausgerückt, als ich Sie anrief? Sie hatten ein Schießeisen. Ich nicht. Audrey, schick Diego zu Dr. Mera. Bringt ihn in die Bibliothek. Sie haben sich durch den Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen. Die Folgen machen sich oft erst später bemerkbar. Ich empfehle Ihnen für die nächsten Tage strikte Ruhe. Ja, Ruhe, das übliche Allheilmittel. Sie können ruhig spotten. Es ist wirklich ein Allheilmittel. Ich komme in ein paar Tagen wieder.
Wenn Sie wollen, können Sie so lange hierbleiben, bis Sie wieder in Ordnung sind. Nein, ich gehe lieber wieder zu meinem Lagerplatz, wenn es Ihnen recht ist. Mercer, ich war zu voreilig. Es tut mir leid. Ich hätte eben nicht fliehen, sondern dem unausweichlichen Schicksal die Stirn bieten sollen. Sie brauchen Ruhe. Bleiben Sie doch hier. Nein, danke. Ich bin's gewohnt, im Freien zu schlafen. Es gibt nicht weit hinter unserem Haus eine hübsche Stelle. Ja, in einem Wäldchen mit einer Quelle. Das wäre was für Sie. Gut, einverstanden. Ich bringe Sie hin. Danke. Ich möchte wissen, wer er ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er uns das Fohlen zurückgebracht hat. Ein bisschen wenig. Aber ich komme ihm schon noch auf die Schliche. Er muss hier irgendwo in den Bergen sein, meinst du? Ja, Lieutenant. Ich kenne genau die Hufspur von seinem Pferd. Die ist nicht zu verwechseln. Die Welt ist voller Dinge, die ich liebe. Der stolze Gang des Pferdes. Und die Wolken, die von den Bergen bis zum Meere ziehen. Warum sprechen Sie immer wie ein heimlicher Dichter? Warum nicht? Sehen Sie sich dieses Pferd an. Es ist voller Poesie. Oh ja. Oder die Sonne, die über dem Tal aufgeht. Die Wolken, die schwarz und drohend über dem Horizont stehen. Alles Poesie. Sehen Sie, auch dieses Blatt ist Poesie. Ja? Ich habe mich oft gefragt, warum viele Dichter solche Angst vor dem Leben haben. Weil es so kurz ist. Man kommt überhaupt nicht dazu, es zu genießen. Wie viele Menschen sterben mit 25, haben nichts vom Leben gehabt. Wozu ist man auf der Welt, wenn man es nicht auskostet, jeden Moment? Die Welt ist so voller Wunder in tausend kleinen Dingen. Ich habe nie darüber nachgedacht. Dann wird's Zeit. Meine Familie fragt sich, wer Sie sind. Oh, mein Verstand ist klar, mein Appetit ist gut. Bleiben Sie länger bei uns? Es würde Ihnen gefallen. Sicher, aber ich kann nicht bleiben. Wo wollen Sie hin? Nach Westen. Warum? Weil ich muss. Werden Sie mal wieder hier vorbeikommen? Ich glaube nicht. Haben Sie eventuell Lust, ein paar Leute kennenzulernen, bevor Sie das Tal verlassen? Sie werden Ihnen gefallen. Wir geben heute Abend ein Fest. Werden Sie kommen? Auf solchen Festen kann man niemanden kennenlernen. So, glauben Sie. Es ist doch immer das Gleiche. Man redet über dieselben belanglosen Dinge wie auf allen Festen. Ich glaube fast, Sie sind ein Snob. Mm-mm. Ich hasse es bloß, meine Zeit zu verschwenden. Wann müssen Sie wieder weiterziehen? Bald. Ich fürchte, sehr bald sogar. Audrey, die Gäste müssen jeden Augenblick kommen. Oh, entschuldige, Mutter, ich komme gleich runter. Soll ich dir beim Anziehen helfen? Vielen Dank, nicht nötig. Ach, das hätte ich beinahe vergessen. John Baxter lässt dir sagen, du möchtest ihm den ersten Tanz reservieren. So. Ich habe immer geglaubt, dass er dir sympathisch ist. Ich finde ihn sehr nett, wenn es auch nicht so geklungen hat. Sag mal, Audrey, irgendwas stimmt doch nicht. Was ist los? Ich habe ihn zu unserem Fest eingeladen, Mutter. Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass er keinen Wert darauf legt. Ach, du sprichst von Mr. Mercer? Ja. Er war der Meinung, er würde sich hier zu Tode langweilen. Ich bin noch nie so einem Menschen begegnet. Wer weiß, vielleicht ist es ganz gut, dass er nicht kommt. Er ist unhöflich und... Ach, ich verstehe ihn einfach nicht.
Ich weiß nicht, ob er mich mag oder ob er denkt, dass er mit mir nur seine Zeit verschwendet. Ich weiß nur eins, ich möchte ihn wiedersehen. Na, vielleicht ein anderes Mal, mein Kind. Er will weg. Wann? Ich habe keine Ahnung. Oh, wenn er auch nur eine Spur von guter Erziehung besitzt, wird er sich ganz bestimmt vorher von dir verabschieden. Ich dachte, du hättest was gegen ihn. Wieso? Weil er fremd hier ist und du nichts von ihm weißt. Audrey, es wäre mir bestimmt lieber, wenn ich wüsste, wer dieser Mann ist und was er hier im Tal will. Ja, ich mache mir Gedanken über ihn. Aber deshalb muss ich ihn nicht ablehnen. Ich denke nicht dran, dir irgendwelche Vorschriften zu machen. So, und jetzt zieh dich schnell an. Sie haben es sich also überlegt? Sie sind wirklich ein Mann der Überraschung. Sie dürfen nicht fortgehen, Erik. Bleiben Sie hier. Was sehen Sie da oben? Auriga, Perseus, Aries, die Plejaden. Viele ferne Welten. Unerreichbar für uns. Millionen und Abermillionen. In der endlosen Weite des kosmischen Raums. Ihre Augen spiegeln das Licht der Sterne tausendfach wieder. Ja, Audrey, ich bleibe. Solange es geht. Das Messer weg. Bitte nicht schießen, Senior. Was hast du mit dem Rind vor? Ich wollte es kochen. Wir haben in den letzten Tagen 4 Rinder verloren. Niemand kann so viel Fleisch essen. Ich muss für eine ganze Abteilung kochen, Senior. So, und wo steckt sie, deine Abteilung? Auf der anderen Seite des Hügels. Wir haben dort ein Lager aufgeschlagen. Dann wirst du uns jetzt mal dahin führen. Na los, mach schon. Arbeitet dieser Mann für Sie? Er kocht für uns, wenn man das als Kochen bezeichnen kann. Dann schulden Sie uns $38. Wofür? Für die Rinder, die er geschlachtet hat, damit sie satt werden. Wir haben ihm Geld für Fleisch gegeben. Er hat es aber nicht gekauft, sondern er hat die Rinder gestohlen. Wo ist das Geld geblieben? Bei den Hahnenkämpfen.
Das Ganze ist jedenfalls Diebstahl. Los, bezahlen Sie. Was wollen Sie mit ihm machen? Wir bringen ihn in die Stadt und übergeben ihn dem Sheriff. Gib ihm das Geld, Ben. Es tut mir leid, Lieutenant. Lieutenant? Vor Ihnen steht die D-Kompanie der 12. Kavallerie oder vielmehr der Rest davon. Was machen Sie hier? Wir suchen einen Mann namens Mercer. Eric Mercer. Kennen Sie ihn vielleicht? Ist das ein Verhör? Nein, nur eine einfache Frage. Weshalb suchen Sie ihn? Was hat er getan? Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Er hat 63 Leute auf dem Gewissen. Das wollte ich Ihnen gerne als Letztes zeigen. Ist der Blick nicht herrlich? Ja. Sehen Sie da unten rechts den Felsen? Die Leute nennen ihn den Richterstuhl. Ich möchte zu gern einmal darauf sitzen. Warum? Dass Sie immer fragen müssen, warum. Gut, ich werde es Ihnen verraten. Dann käme ich mir vor, als ob ich die Welt beherrsche. Ah, wie Zeus, der hoch auf dem Olymp sitzt. Ah, das würde ich lieber lassen. Sie könnten dabei leicht auf die Nase fallen. Das glaube ich nicht. Ich finde, für einen Menschen, der alle gesellschaftlichen Formen verachtet, sind Sie ziemlich vorsichtig. Ich halte es für dumm, das Leben leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Wie kommt es, dass Sie so ein Einzelgänger geworden sind? Durch den Krieg. Ich finde, er macht aus den Menschen gefährliche Bestien. Sie werden roh und gefühllos. Ich war im Krieg. Ich habe erlebt, wie seine Gesetze die Menschen verwandelt haben. Nie wieder. Eric, wie soll es weitergehen? Ich habe mit Nick über Sie gesprochen. Er könnte Sie auf unsere Ranch einstellen. Das würde nicht gut gehen, danke. Dann wollen Sie weiter in der Weltgeschichte herumziehen? Ja. Warum? Ach, kümmern Sie sich nicht darum. Sie sind mir ein Rätsel, Eric. Immer müssen Sie einen vor den Kopf stoßen. Halt, gehen Sie nicht so weit vor. Ich kann doch wohl ebenso gut wie Sie machen, was ich will. Lassen Sie den Unsinn, Audrey. Audrey, kommen Sie sofort zurück! Ah! Audrey! Hilfe, Eric! Hilfe! Ganz ruhig bleiben, Audrey. Nicht bewegen. Sie dürfen sich nicht rühren. Einen Moment noch. Ich laufe zu den Pferden und hole mein Lasso. Haben Sie gehört? Ich bin sofort wieder zurück. Verlieren Sie nicht die Nerven. Bleiben Sie ganz ruhig. Und nicht bewegen. Schnell, Eric! Ich kann mich nicht mehr länger halten! Sie müssen! Beißen Sie die Zähne zusammen! Ich komme ja schon!
Eric! Schnell! Ich komme! Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin gleich da. Ein paar Sekunden noch. Audrey! Etwa einen halben Meter Höhe. Links von Ihnen. Da ist ein kleiner Felsvorsprung. Auf den werde ich Sie ziehen. Ich habe hier einen festen Halt. Los, nehmen Sie meine Hand, damit ich Sie aufziehen kann. Ich kann nicht. Vorwärts, Audrey. Na los. Nur Mut, geben Sie mir die Hand. Nein. Na los, vorwärts, haben Sie keine Angst. Bin ich den Strick um Sie. Stehen Sie ganz still. So. Sehen Sie nicht nach unten. Jetzt klettere ich nach oben und von da ziehe ich Sie rauf. Nein, bleiben Sie hier. Sie sollen noch nicht nach unten sehen. Halten Sie sich an dem Seil fest. Ich muss Sie jetzt allein lassen. Aber verlassen Sie sich drauf, wir schaffen's. Wenn ich ziehe, stemmen Sie die Füße fest gegen den Felsen und steigen Sie langsam nach oben. Also los! Das Seil hält schon. Ja, so ist gut. Nur zu. Ich muss verrückt gewesen sein. Ein bisschen Angst ist manchmal ganz gut. Sie macht einen bescheiden. Darf ich Sie in aller Bescheidenheit zum Essen einladen? Mit Vergnügen. Ich nehme an. Teufel sind Sie?
Audrey sagte, sie wolle ihm die Ranch zeigen, aber wie ich meine Tochter kenne, wird sie ihn bestimmt im ganzen Tal herumführen. Trotzdem hätten Sie längst wieder hier sein müssen, wenn Sie in 10 Minuten nicht... Wo wart ihr denn, Audrey? Ich hatte einen kleinen Unfall, nichts Schlimmes. Mutter Erik bleibt zum Essen hier. Bitte, Sie sind uns willkommen. Was ist denn passiert? Audrey wollte mir ihre Kletterkünste zeigen. Das ist ihr schlecht bekommen. Ich bin abgestürzt. Er hat mir das Leben gerettet. Wo war das? An dem Felsen über dem Stuhl des Richters. Wie kann ich Ihnen danken? Es wäre schrecklich gewesen, wenn ihr was passiert wäre. Wir haben Glück gehabt, Mrs. Barkley. Übrigens, die Sache mit den Viehdiebstählen hat sich aufgeklärt. Wir haben einen Mexikaner auf frischer Tat ertappt. Er arbeitet als Koch für eine Gruppe von Männern, die drüben im Hochwald lagern. Wie viele Männer? 8, 9, würde ich sagen. Ehemalige Soldaten. Soldaten der Nordarmee? Ja, anscheinend. Ich glaube, Sie kennen sie. Sie müssen vielmals verzeihen, Mrs. Barkley, aber leider kann ich nicht zum Essen bleiben. Jemand muss es ihr sagen. Erik! Was ist denn los? Es ist aus, Prinzessin. Du gehst fort? Sobald ich gepackt habe. Du wolltest doch bleiben. Solange es geht, habe ich gesagt. Es geht nicht mehr. Hab ich dir was getan, Erik? Du? Unsinn. Audrey, du hast mir so viel gegeben. Viel mehr, als du ahnst, aber ich muss fort. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch. Erik, du verbirgst doch irgendetwas vor mir. Audrey, bitte glaub mir. Wenn es nicht sein müsste, würde ich nicht gehen. Ich verstehe nicht, Mutter. Er ist fort. Was soll ich tun? Liebst du ihn, Audrey? Ja, ich glaube. Als ich so alt war wie du, gab es auch einen jungen Mann. Er war sehr nett. Romantisch, belesen. Aber unglücklicherweise war er ein Betrüger. Sie kamen eines Tages und holten ihn ab ins Gefängnis. Was soll das heißen, Mutter? Du hast doch eben gehört, dass im Hochwald eine Gruppe ehemaliger Soldaten lagert. Sie sind hinter Erik her. Warum? Sie behaupten, er habe 63 Männer auf dem Gewissen. Erik? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Ich hab's auch nicht geglaubt. Aber hast du sein Gesicht beobachtet, als Nick von den Männern gesprochen hat? Er ist auf der Flucht vor Ihnen, Audrey. Hat ihn einer von euch gefragt, was hinter dem Ganzen steckt? Nein, noch nicht. Findest du nicht, dass man das tun müsste? Ihr habt doch auch geglaubt, er hätte das Fohlen gestohlen. Das hier kann genauso ein Irrtum sein. Haben die Männer irgendeine gerichtliche Vollmacht? Nein, die haben sie nicht. Jedenfalls glaube ich kein Wort, bis ich mit Erik gesprochen habe. Warum bist du gekommen? Warum? Weil ich dich liebe. Ich weiß, dass du in Gefahr bist und ich kann dich doch nicht einfach im Stich lassen. Audrey, es ist sinnlos. Ich bin nicht der Mensch, für den du mich hältst. Seit langem versuche ich, vor der Vergangenheit zu fliehen. Ich habe immer gehofft, es würde mir gelingen. Aber jetzt hat sie mich eingeholt. Audrey, bitte sei vernünftig. Reite zurück zu deiner Familie. Nein, ich bleibe hier, bis du mir die Wahrheit gesagt hast. Was willst du wissen? Warum sind diese Männer hinter dir her? Ah, das weißt du also. Na gut. Wir waren noch 71 Mann, der Rest meiner Kompanie. Sie hatten uns seit 3 Tagen umzingelt. Ich meine, Catero, der Apachenhäuptling und 200 seiner Männer. Eine andere Kompanie war bereits unterwegs, um uns rauszuhauen. Aber ich hatte davon keine Ahnung.
Häuptling Cataro schickte einen Parlamentär. Er ließ mir das Angebot machen, den Kampf sofort einzustellen, wenn ich mich mit meinen Leuten ergebe. Er sagte, er wolle für uns Lösegeld haben. $100 pro Mann. Ich habe geglaubt, ich könnte mich auf sein Wort verlassen. Es gab sowieso nicht die geringste Chance, für uns durchzukommen. Ich entschloss mich, seinen Vorschlag anzunehmen. Das war mein Fehler. Cataro stellte uns in einer Reihe auf. Mich als Letzten, damit ich alles mit ansehen konnte. Dann schossen sie meine Männer nieder. Einen nach dem anderen. Und warfen sie anschließend in eine Grube. Es war grauenhaft. Als der Hilfstrupp eintraf, waren noch 8 Mann übrig. Ich wurde ohne Verfahren aus der Armee entlassen. Sie hatten Verständnis für meine Lage, aber nicht meine Leute. Als ihre Dienstzeit beendet war, suchten sie mich überall. Dieser Morrison und die anderen. Jetzt weißt du alles. Eric. Bist du es nicht langsam müde, immer zu fliehen? Ja. Dann bleib. Sie sagten, sie würden mich bis ans Ende der Welt verfolgen. Hier bei uns bist du sicher. Wer weiß, vielleicht ist hier das Ende der Welt. Guten Tag, Madame. Mein Name ist Morrison, das ist Ben Wilkes. Treten Sie näher, meine Herren. Danke. Wir suchen einen Mörder, Madame. In diesem Haus? Nein, aber drüben im Wäldchen hat jemand ein Lager aufgeschlagen. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Wir haben ihn durch das Fernglas gesehen. Sie überwachen uns? Mrs. Buckley, wir wollen diesen Mann unbedingt haben. Bedauere, ich kann Ihnen nicht helfen. Können nicht oder wollen nicht? Bitte entschuldigen Sie mich, meine Herren. Mrs. Buckley, Ben hat das nicht so gemeint. Einen Augenblick, bitte. Ja? Vielleicht können Sie uns behilflich sein. Wir suchen diesen Mann. Das Foto interessiert uns nicht, Mister. Würden Sie uns erlauben, das Gelände hinter der Ranch zu durchsuchen? Niemand durchsucht hier etwas. Weder Sie noch sonst jemand. Merken Sie sich das. Wir wollen bestimmt keinen Streit mit Ihnen. Aber es tut mir leid, Madame, ob Sie es erlauben oder nicht. Wir werden das Gelände durchsuchen. Wir haben 34 Mann auf unserer Ranch. Wollen Sie es auf einen Kampf ankommen lassen? Die sind bei den Viehherden. Die bekommen Sie so schnell nicht zusammen. Aber der Sheriff kann sehr schnell hier sein. Auch das dauert mindestens 3 Stunden. Mehr Zeit, als wir brauchen. Sie wollen es also auf einen Kampf ankommen lassen. Sie können ihn haben. Mrs. Buckley, wir sind im Krieg gewesen. Wissen Sie, ein Kampf mehr oder weniger macht uns nicht viel aus. Ben. Guten Tag. Sie wissen Bescheid. Sie werden ihn umbringen. Ich reite sofort zu ihm und warne ihn. Er soll rauf zur Jagdhütte reiten. Ich hole Nick und Heath. Die werden ihm schon weiterhelfen. Eric, Sie sind da. Ich weiß. Schnell, komm mit. Audrey, ein Mann auf der Flucht hat 2 Möglichkeiten. Weiter zu fliehen oder stehen zu bleiben. Wenn ich weiter fliehe, erwischen Sie mich später. Wenn ich stehen bleibe, etwas früher. Erwischen tun Sie mich auf jeden Fall. Es kommt aufs Gleiche raus. Hör zu, wir reiten zu unserer Jagdhütte. Meine Brüder kommen dorthin und helfen dir weiter. Bitte. Also gut. Auf zur Jagdhütte. Thank you.
Danke, du kannst jetzt umkehren. Ich bleib bei dir, bis meine Brüder da sind. Ich möchte, dass du mich allein lässt. Du hast mir geholfen, dafür danke ich dir. Jetzt geh. Nein, wir müssen die Pferde verstecken. Die Spuren führen hinauf zu den Hügeln. Ja, dann werden wir uns dort mal umsehen. Ja. Meine Brüder müssen bald hier sein. So. Wenn ich dich so ansehe, merke ich erst, wie viel ich im Leben versäumt habe. Ich liebe dich so sehr, Erik. Das bildest du dir nur ein. Weißt du, Liebe ist etwas so Gewaltiges, man sollte vorsichtig mit diesem Wort umgehen. Man liebt nur einmal im Leben. Eines Tages wirst du erkennen, dass es keine Liebe war. Nur eine flüchtige Begegnung. Aber irgendwann wirst du die wirkliche Liebe erleben. Audrey, du musst mich vergessen. Du musst, wenn es dir auch schwerfällt. Unser Freund kriegt anscheinend Besuch. Heath und Nick! So, Audrey, du kannst jetzt zurückreiten. Nein. Du bist hier überflüssig. Ich bleibe, bis Erik in Sicherheit ist. Na schön, holen Sie Ihr Pferd. Heath wird Sie von hier wegbringen. Beeilen Sie sich. Das ist Zeitverschwendung. Sie würden mich überall aufstöbern. Hören Sie mal zu. Mein Bruder und ich wollen Ihnen gern aus der Klemme helfen, aber wir haben nicht die geringste Lust, dabei draufzugehen. Also verschwinden Sie. Ich bleibe hier. Sie sind wohl lebensmüde. Ich bin seit vielen Monaten auf der Flucht. Jetzt ist Schluss damit. Da haben Sie uns eine schöne Suppe eingebrockt. Nick, bitte. Heath, Sie kommen. Ich halte Sie auf, solange ich kann. Vorwärts, nimm die beiden mit. Los. Erik, wenn du auch nur das Geringste für mich übrig hast, kommst du mit. Noch ist es nicht zu spät. Audrey. Bitte. Nehmen Sie. Mercer! Mercer! Ich fordere dich auf, rauszukommen! Absetzen. Lieutenant, ich möchte mit Ihnen sprechen. Wir haben nichts gegen die Barclays. Sie können abziehen. Wir schießen nicht auf Sie. Aber wir wollen Mercer haben. Was nützt es Ihnen, wenn Sie ihn töten? Schicken Sie ihn raus. Die Sache geht Sie nichts an. Zufällig sind Sie auf unserem Land und das geht mich was an. Junger Mann, seien Sie vernünftig. Wir lassen uns von Ihnen nicht aufhalten, jetzt wo wir unser Ziel fast erreicht haben. Hier kommen Sie nicht durch, solange ich hier stehe. Schnell, kommt. Los, mach ihn unschädlich. Es ist vorbei.
Was willst du denn schon so früh am Tag zu Hause? Ach, weißt du, es war nicht viel los im Büro. Was zu tun ist, kann mein Sekretär erledigen. Naja, ich wollte gern mal nach Audrey sehen. Ist sie immer noch oben? Hm. Wie geht's ihr? Das Ganze braucht seine Zeit. Aber Mutter, 3 Tage, ich finde, das ist Zeit genug. Du musst sie verstehen, das Ganze war ein schwerer Schock. Gut, aber wir dürfen sie nicht so sitzen lassen. Wir müssen sie auf andere Gedanken bringen. Sieh dir das an. Ist das nicht bezaubernd? Sie hat mir mal gesagt, dass es ihr gefällt. Das tröstet sie vielleicht. Jared, jetzt noch nicht. Ich sag dir, es gibt nichts, aber auch gar nichts, womit wir ihr in ihrer augenblicklichen Verfassung helfen könnten. Sie trauert um ihn. Sie muss ganz allein damit fertig werden, Jared. Na gut. Vielleicht hast du recht. Das hier kann ich ihr auch später geben. Ich werde mir noch ein paar Akten vornehmen. Ich möchte ausreiten, Mutter, zur Jagdhütte. Hast du was gegessen? Ich bin nicht hungrig. Keine Angst, Mutter. Mir geht es ganz gut. Wirklich, glaub mir. Weißt du, ich habe durch all das sehr viel gelernt. Erik hat gesagt, es ist das Wichtigste, das Allerwichtigste, dass man sein Leben in jeder Sekunde auskostet. Und das werde ich von jetzt an tun. Bist du zufrieden?